Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir befinden uns jetzt gerade in der Spachtelhöhle auf der Suche nach einem Gegenstand, der damals entwendet wurde. Und wir suchen halt diesen Gegenstand, von dem ich schon in den letzten Aufnahmen ein paar Mal berichtet habe. In der letzten Folge haben wir uns auch Obra geholt. Das ist eigentlich stärkste Schwert vom Grundschaden her. Wie ich finde. Alter, mein Bogen ist leer. Okay, das eine ist schon down. Schwertkampf verbessert. So, und Ogerzähne, die wiegen mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich auch gleich mal, wir brauchen ja ein paar Seelen, um mal uns Wachen aufzuladen. Könnten wir eigentlich auch gleich mal ein bisschen Umbra benutzen. Noch runter, gehen erstmal hier oben lang, würde ich sagen. So, das ist der nächste Oger. So. Seele gefangen. Schön, schön. So, dann kriegen wir jetzt mal unseren Pfeil hier wieder. Wir können auch mal versuchen, vielleicht ein bisschen uns bei denen anzuschleichen, obwohl wir natürlich in der Schwerrüstung extrem viel Krach machen. Ja, und wir haben schon gesehen. So. Und Seele gefangen. Huch, da sind Dietrich dabei. Jetzt noch eine. Wir füllen uns das erstmal die ganzen Sehnsteine alle auf. Ah, verdammt. Und Seele gefangen. Der Questmarker ist hier, das heißt. Ja, der ist gerade hier unten jetzt, der Ogre. Ja, der Boss oder so. Ich hab's gerade schon verraten, glaube ich. So, jetzt können wir mal kurz nochmal unseren Bogen mal kurz aufladen. Da. So, das müsste erstmal erreichen. Oh. Hey, boah, du machst schon
Gut Schaden. So, Rotwadoden, Ogerhauptmann. So. Und Renne Saphir. Und hier ist die Ehrenklinge von Koroll. So, ich habe die Ehrenklinge von Koroll vom Ogerhauptmann erlangt. Dies muss das Schwert sein, nach dem Fannis gesucht hat. Wie der Name andeutet, ist auf Schloss Koroll bestimmt jemand brennend daran interessiert. Ich muss mich nun entscheiden, ob ich die Waffe Fannis verkaufe oder ob ich sie aufs Schloss bringe. Also ich würde euch immer raten, das Schwert zurück ins Schloss zu bringen. Weil ihr werdet gleich sehen, was für ein besonderer Gegenstand das ist. Also das Wappen von Koroll habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber das ist ein sehr, sehr gutes Schild. Ansonsten, wenn ihr das einfach nur zu Vaters bringt, kriegt ihr einfach nur, je nachdem, welche Stufe ihr seid, halt Geld. Mehr gibt's nicht. Da ist noch ein Oger da vorne. Hat schon gehört, der Typ hier. So, jetzt rüste ich erstmal wieder Umbra aus. So. Okay, es gibt noch ein paar kleine Nebengänge. Die grasen wir auch noch ab. In der Hoffnung, dass wir irgendwie vielleicht noch ein weiteres dänisches Artefakt, oder Artefakt sage ich schon, ein Rüstungsteil finden, meine ich. Ja gut, eben Holzhelm, sprich eben Erzhelm, haben wir ja schon. Die haben wir ja sogar noch auf. Okay. Waren wir anscheinend schon. Ja, okay, da sind wir eigentlich jetzt hier wieder durch. Boah, ging auch wieder richtig flott. Ich sag ja, also wenn man eine gute Ausrüstung hat, kommt man eigentlich relativ gut, gut durchs Spiel. Ja gut, andererseits, ich bin natürlich auch kein Anfänger mehr in Oblivion. Ich kenne mich ja schon gut mit dem Spiel aus. Wenn ich dran denke, wie lange ich Oblivion schon zocke. Übrigens für die Leute, die es wissen wollen, ich habe damals Oblivion erst relativ spät entdeckt, also da war Skyrim schon draußen, damals 2012 habe ich Oblivion erst richtig entdeckt. Da war die ganze Welt eigentlich alle voll im Skyrim-Hype. Und ich habe gerade erst Oblivion für mich entdeckt. Ja. Seit 2012, also seit gut 10 Jahren, doch seit gut 10 Jahren bin ich ein Riesenfan dieses Spiels. Und zock's heute immer noch. Grüße, ihr seht wirklich clever aus. So. Wir werden wahrscheinlich dann gleich nicht mal laufen können, weil das Spiel hat ja auch ein Gewicht, das Schild. So. Hallo, ich bin Lace Wafrik, oberster Herold und Diener der Gräfin Valga. Willkommen in Koroll. Boah, da können wir viel drauf ansprechen. Erstmal Koroll. Habt ihr gehört, dass Reinald Jemanes, lange vermisster Zwillingsbruder, nach Koroll zurückgekehrt ist? Ja. Ich habe gehört, ein Fremder sei in der Stadt, der sich nach ihnen erkundigt. Ein Dunkelelf aus dem fernen Osten, sagt man. Was der wohl hier zu suchen hat. Ja, das haben wir ja schon. So, Gräfin Valga. Die Gräfin hält täglich von morgens 8 bis abends 6 Uhr Audienz. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr könnt dort am Eingang warten. Schönen Tag. So, noch ein paar Gerüchte. Ich habe gehört, dass der Geist Fürst Flindrels wieder gesehen worden ist an der Straße nach Bruma. Ich denke, diese Straße werde ich eine Zeit lang meiden. Ah, es ist, glaube ich, hat was, glaube ich, mit Knights of Nine zu tun. So, sammelt Hinweise, das ist eine andere Nebenquest, das machen wir jetzt nicht. So, wir haben hier diesen gestohlenen Gegenstand. Vor vielen Jahren, als der Graf noch lebte,
stahl ein dreister Dieb die alte Ehrenklinge von Koroll aus dieser Burg. Wieso? Ja, wir haben hier das Schwert, Hand am Schwert. Das ist unglaublich. Ich hatte das Schwert auf immer verloren geglaubt. Wie habt ihr... Egal, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Genau. Ich danke euch im Namen der Bewohner von Koroll dafür, dass ihr unserer Stadt dieses Schwert und ihre Ehre zurückgegeben habt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit verleihe ich euch ein Symbol der Ehre und Tapferkeit, das Wappen von Koroll. Genau. Ihr habt Koroll einen großen Dienst erwiesen. Darauf könnt ihr stolz sein. Lebt ja, es wohl. Ist natürlich viel zu schwer belastet. So. So, das ist auch ein etwas besonderes Ebenerdschild. So sieht das Ebenerdschild ja normalerweise aus. So, wir haben hier Wappen von Koroll. Festigen Konstitution, 9 Punkte und Schaden reflektieren 30%, Leute. So, haben wir der schönen Eiche hier, der Grundattraktion von Koroll, die großen Eiche. So, da wir hier 33% Schaden reflektieren haben und jetzt hier Schaden reflektieren 30%, das heißt, wir haben jetzt eine Schadensreflektion von 66%. Das ist schon richtig gut. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon zum Teil echt fast schon unverwundbar. Ich hab's ja gesagt. Klar, es gibt natürlich von noch ein Schild, das bessere Werte hat. Ein seltenes Schild ist natürlich besser als ein E-Mail-Schild. Aber von der Verzauberung her ist dieses Schild einfach einmalig. Deswegen wollte ich mir das auf jeden Fall holen. Vor allem sieht es auch gut aus hier mit dieser Eiche, mit diesem Baum halt auf dem Schild. Seid gegrüßt. Da können wir das normale Ebenerdschild eigentlich gleich verticken. Wir müssen aber kurz warten. Wir haben jetzt 8 Uhr. Ich weiß nicht, ob die Geschäfte noch aufhaben. Wenn wir uns beeilen vielleicht. Ja. So, was ist, ob der Schmied nun vielleicht noch auf hat? Ah, die haben schon zu. Okay, dann warten wir mal eben kurz. Wir können jetzt nur abbrechen, einfach mal kurz 20 Stunden. So. Da haben wir 9:30. Aber warte mal, das will ich eigentlich gar nicht verkaufen. Zauberspiegel ist eigentlich ganz gut, das, okay, dann war das Warten eigentlich jetzt vollkommen sinnlos. Das will ich mich nicht verkaufen, das lege ich ab. Bei Zauberspiegel 17% ist eigentlich auch schon gar nicht mal schlecht. Das will ich ablegen. Seht euch die Gesichter der Toten an. Das ist eure Zukunft. Das Böse ist zurückgekehrt. Ey, was macht der Bettler hier vor unserem Haus? Habt Mitleid mit einem alten. Nein, Geister. Verlass mein Haus, mein Grundstück. So. Schon mal ablegen. Ich gucke immer, ob wir gerade eben geguckt haben. Ich gucke immer nach, ob ich irgendwas ablegen kann. Das ist immer so Routine bei mir. Na, gucken wir mal, vergiften das Schwert. So. Aber wir könnten uns eigentlich auch mal ein paar neue Reparaturen mal demnächst mal kaufen. Sehen wir abends. So, wie sehen unsere Attribute aus? Ne? Alles gut. Okay, auf die Uhr. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann können wir uns eigentlich jetzt langsam hier irgendeine anderen. Obwohl, die Küste ist noch nicht zu Ende. So, ich habe Schwert Leith Ruffric zurückgegeben, dem Herold der Gräfin von Koroll. Als Dank hat mir ja das Wappen von Koroll verliehen. Dies ist eine Ehre, die nur den größten Helden zuteil wird. Ich sollte mit den Jemana-Brüdern über das Geschehene sprechen. Übrigens, wenn ihr könnt natürlich dieses Schild natürlich auch mit schon Stufe 1, 2, 3 oder so etc. holen. Dann ist die Verzauberung natürlich nicht so stark wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ne? Wie gesagt, das habe ich auch schon immer wieder gesagt, in Oblivion richtet sich halt die Stärke der Verzauberung halt nach den Leveln des Spielers. Ne? Hey,
Hätten die hey gesagt, habt ihr das gehört? Ach, die sind hier draußen. Was machen die denn um 11 Uhr abends hier draußen? Die echte Gammel. Hey, die Gammel echt hier draußen rum. Ihr habt mir etwas über meinen Vater zu sagen? Erstmal Gerüchte. Versucht es mit einer Mischung aus Blättern der Aloe Vera und etwas Wildbret. Das soll eine stärkende Wirkung haben. So, Albert Jemane, dein Vater? Mir fehlen die Worte. Ich habe bereits gehört, dass die Ehrenklinge sich wieder im Schloss von Koroll befindet. Und das Wappen von Koroll in eurer Hand ist mir Beweis genug. Mein Vater hat uns erzählt, er habe etwas für uns versteckt, um uns für die Zukunft abzusichern. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es das ist. Es tut mir leid, dass ihr dieses Unrecht gutmachen musstet, für das mein Vater verantwortlich war. Ihr habt wieder einmal den Hals für uns hingehalten. Zwar war meine Familie früher berüchtigt, doch keiner soll sagen können, dass die Jemanes von heute ihre Schulden nicht begleichen. Ich möchte euch dieses Erinnerungsstück anvertrauen. Mein Vater gab es mir, als ich noch ein Junge war. Ich finde, es steht euch zu. Habt nochmals Dank, mein Freund. Ihr seid bei uns stets willkommen. Ein Erinnerungsstück. 4 große Seelensteine. Ja gut, warum nicht? Quest beendet, Sünden des Vaters. Ehre passt zu euch. Mögen eure Reisen immer sicher verlaufen. Ja genau, jetzt ist Quest vorbei. Seht ihr, jetzt kann der auch sterben. Jetzt hat er die Krone nicht mehr. Oh komm, ey, der hat sogar ein dänisches Kutschfeld ausgerüstet. Ich hoffe, ich kann... Der Dunkelforst ist... Okay. Wiedersehen. Okay. Seelensteine. Gucken wir uns mal kurz das an. Ah, ich glaube, die hier... Allgemein große, die hier mit einer allgemeinen Seele. Gut. Dann ist die Quest jetzt beendet. Da können wir uns jetzt wieder anderen Quests widmen. Drachenrüstung können wir später abholen. Problem ist, wir haben Platz. Wir müssen demnächst mal gucken, was wir ablegen. Wir haben so, ich weiß es nicht. Eigentlich können wir gar nichts ablegen. Nirnwurz, wie viele Nirnwurz haben wir mittlerweile eigentlich? 7. Ja, da fehlen uns noch einige. Mephala. Dreckack. Wir könnten mal wieder. Machen wir mal ein paar Kämpfe gegen Quests, würde ich sagen. Ja, der Sohn des Meisters. Man hat mir gesagt, dass ich mich für Zuteilung neuer Pflichten bei Mont und Oren in Koroll melden soll. Als Abwechslung jetzt. Wir hatten jetzt sowieso Abwechslung gehabt, weil wir jetzt ja unsere Ausrüstung zum Teil verbessert haben. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Kämpfergilde weiter. Wir mischen, glaube ich, so ein bisschen. Um halt, wie gesagt, Abwechslung reinzubringen. Lebt wohl! Hallo? Was denn nun schon wieder? Ich habe vor, die Kaiserstadt zu besuchen und im Tempel des einen beten zu gehen. Die Drachenstatue soll über 30 Meter hoch sein. Wer hätte das gedacht? Habt ihr Glistil mit Malintus Ankros gesehen? Ist es nicht schrecklich? Es ist schrecklich. Die arme Mutter. Was denkt sich Glistil denn nur? Das haben auch schon andere gesagt. Oh Mann. Man könnte meinen, dass Rena Brojant ihre Hunde mehr liebt als ihren eigenen Ehemann. Diese beiden sind schon ein seltsames Pärchen. Ich mag Hunde. Aber die beiden übertreiben es wirklich. Was soll dieses Husten? Lebt wohl. Wie ist das Wert? Oh Mann, diese Dialoge. Ich kann es immer wieder sagen. Wer bist du eigentlich? Warum läufst du hier oberfrei rum? Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Habt ihr schon der Angst hatten wir schon tausendfach gehabt. Schönen Tag. Ja. Ich frag gar nicht erst, warum der hier so rumläuft. So. Ah, for sale. Hier könnten wir das Haus kaufen. Ein Silbernugget. Nehme ich auch mal mit. Bams. Okay. Seid mir gegrüßt.
So, da müssen wir wahrscheinlich jetzt einbrechen. Quick Save. Na ja, gut, der schläft ja, da kann man jetzt nichts sagen gegen. Raus hier, jetzt. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. So, Fortschritt? Ihr seid noch nicht bereit für eine Beförderung. Okay, so, hast du neuen Auftrag für mich? Ich habe eine weitere Aufgabe für euch, etwas Ausgefalleneres. Ihr geht auf eine Mission mit Viranus Danton. Ja, dem Sohn des Gildenmeisters. Okay, Viranus Danton? Ihr begleitet ihn und sorgt dafür, dass er es schafft. Er braucht etwas Zeit draußen im Feld, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Sonst wird er nie ein guter Krieger. Velena verhätschelt den Jungen zu sehr. Möchte ihn nicht in Gefahr wissen. Ist ja auch kein Wunder nach dem, was mit Vitellus passiert ist. Und was ist mit Vitellus passiert? Velena Dantons ältester Sohn. Guter Mann. Wir haben ihn vor kurzem bei einer vermasselten Mission verloren. Ihr habt wahrscheinlich die anderen Verwundeten gesehen. Nein. Wenn ihr schlau seid, erwähnt ihr die Sache nicht vor dem Gildenmeister. Vielleicht haben wir später Zeit, mehr darüber zu sprechen. Und Vertrauen? Seine Mutter hält ihn zurück, um ihn zu beschützen. Geht mit ihm zur Nonville-Höhle. Galtus Previa wird dort vermisst und ihr sollt ihn finden. Und kein Wort darüber zum Gildenmeister. Geht und findet ihn. Er ist wahrscheinlich bei den Dantons. Und bringt ihn in einem Stück zurück. Noch was über Galtus Previa? Der Auftrag kam von seiner Tante. Er war ein Nonville auf der Suche nach irgendwelchen Edelsteinen. Man hörte nie wieder von ihm. Ihr und Viranus sollt ihn finden. Die Zeit rennt. So, okay. Okay, dann müssen wir erstmal diesen Viranus und Tor jetzt abholen. Ach ja, ich liebe das Design von Umbra einfach. Ich fand es halt immer schade, dass es halt Umbra zum Beispiel in Skyrim gar nicht mehr gibt. Wobei es natürlich jetzt durch dieses Anniversary Edition gibt es ja von Skyrim, ja, wo die ganzen Creations dabei sind, und da gibt es ja auch so eine Creation für Umbra. Aber trotzdem, im normalen Spiel ist er Umbra nicht enthalten gewesen bei Skyrim. Was ich halt immer so ein bisschen schade fand. Das hast du sogar noch offen. Bereit? Ah, hier ist er doch schon. Seid gegrüßt, Gildegenosse. Was kann ich für euch tun? So. Du bist Viranus Danton, ne? Ich bin Viranus Danton. Was kann ich für euch tun? Ja, was ist denn mit deinem Bruder passiert? Ja, mein älterer Bruder. Er fiel während einer Mission. Vitellus ist heldenhaft gestorben, wie wir es alle erwartet haben. Er war der Beste von uns. Unsere Mutter ist sicherlich sehr stolz auf ihn. Das klang aber gerade ein bisschen bumm-poppelt hier, ey. So, wir sollen Galtus Previa finden. Eine Mission? Gut, natürlich. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Ihr sagt, Orain selbst gab den Auftrag? Nun, vielleicht sollte ich erst mit Mutter sprechen. Pff, nee. Keine Zeit, wir müssen gehen. Oh, natürlich bin ich vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass es nicht nötig ist, überhaupt mit Mutter zu sprechen. Nein. Auf geht's. Kannst du mal was machen, ohne Mama zu benachrichtigen? Galtus Previa. Er muss irgendwo in Nonville sein. Lasst uns schnell dorthin. Ja, aber ganz schnell. Komm her. Komm mit. Ich bin dabei. Okay. Kann also nicht draufgehen, da oben. Gut, dann gehen wir einfach mal hier aus der Stadt raus. Guck mal eine Fackel an. Ja, ich mache meistens eine Fackel an. Ihr seht zwar genug in den Aufnahmen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir mit einer Fackel, wenn wir eine Fackel draußen haben, eben schneller sind. Das ist auch wahrscheinlich auch nur eher gefühlt so schneller. So. Huch, da draußen ist ein Minotaurus, sehe ich gerade. So, einfach jetzt nur gerade aus zur Höhle hoch. Ja, der Typ schleicht natürlich nicht. Das heißt, der Minotaurus wird uns wahrscheinlich gleich bemerken. Ja.
So. Das Horn wiegt zu viel, das lasse ich hier. So, dann müssten wir auch hier auch gleich schon da sein. So, abgefunden die Nonnenwillhöhle. Da machen wir eine Fackel aus. Wir gehen jetzt hier, ist hier im Schleichen da rein. So, Veranus, Notar und ich sind in der Nonnenhöhle angekommen. Wir müssen herausfinden, was mit Galtus Previa passiert ist. Und ich sollte dafür sorgen, dass dem jungen Danton kein Haar gekrümmt wird. Ja gut, er kann ja sowieso nicht sterben. Okay. Gut, dann beenden wir jetzt die zweite Folge schon am Anfang einer Höhle. Ja gut, ich würde sagen aber, was uns hier in dieser Höhle erwartet, das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge.